So, die Zigarren, die behalten wir mal, ja. So, genau, Sauerstoffflasche doch mal für diesen komischen Helm. Hast du tatsächlich keinen? So, es gibt Nerventonikum, die holen wir uns. Erdöl können wir auch saufen. So, wie Marianis. Na, es gibt echt keine. Es gibt zwar Laudanus, keine Morphium-Injektionen. Na gut, aber zumindest haben wir ein paar Nerventonikums noch erhalten. Okay, so. Nee, Blueprints konnte ich bei dem hier kein. Warte mal, müsste ich bei dir nicht eigentlich den schwarzgebrannten Blueprint verkaufen können? Offensichtlich nicht. Ja, ist okay. So, nächster Händler. Mal gespannt, wie viel das Ganze kosten wird. Die ganzen Identifikationen. Ist unfassbar, wie lange wir jetzt für dieses ganze Zeug hier gebraucht haben, wenn ich ehrlich bin. Aber zumindest nehmen wir jetzt mal weiter als... ich hätte befürchtet, dass wir trotzdem nicht weiterkommen. So. Okay. Sehe, wir haben diverse Manuskripte hier. Ach, du hast halt keine... Ach, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Ich glaube, die werden wir sonst gar nicht los, die Manuskripte. Fleischfresserherz. Traumjahre. Gewebeproben. Naja, okay. So hoffen wir, dass uns der Antiquariatstyp was abkauft. Wir haben auch ein paar Schlüssel. Ich die Tjani Mau. Okay. Also gut. Ja genau, ich brauche deine Expertise. So, erstmal den Aal hier entschlüsseln. Erhöht die Zauberkunst, verlängert die maximale Gesundheit. Okay. Schauen wir uns Goldmedaille. Erhöht Sportlichkeit um 1. Und Wankis Schlangen des Herz. Erhöht Körperbau um 1. Okay. Naja. Und wie gesagt, das andere können wir leider nicht erforschen, weil wir den Begleithandwand nicht mehr bekommen. So. Hier. Nimm diese Schlüssel und werd glücklich damit. Ah, doch, wir können die Sachen bei dir auch verkaufen, zum Glück. Er hat auch ein bisschen was auf Lager. Ehrlich gesagt, nicht genug, um für alles zu bezahlen. Säbel von Colonel Grant. Regens wurde von manchen gehasst und von anderen verehrt. Dieser Säbel zeigt dessen. Was auch immer. Wir könnten uns sicher ohne Artefakt kaufen. Pendel von erhöht Physiologie um 1. Okay, du machst erhöht den Handelswert. Die übernatürliche Verteidigung des Trägers. Erhöht Heimlichkeit und körperliche Verteidigung des Trägers. Trigger zieht weniger Anpassbarkeit von Gegnern auf sich und seine unbewaffneten Angriffe senken den Körperbau des Ziels für eine kurze Zeit. Ja, schade, dass wir das nicht dem Hund geben können. Und die okkulte Forschung steigert die natürliche Fassungsregeneration. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Augen des Argus wird die Reaktion und verleiht die Ruheaktivität, weil erhalten einen Bonus. Des Heiligen Mercurius macht den Träger immun gegen Blutungen. Und die Listigkeit des Trägers abgeschlagene Hand. Das Einzige, was wirklich cool klingt, ist eigentlich das hier. Den Fassungswiederaufbau. Aber das ist halt die Frage. Ja, wahrscheinlich verkaufen wir einfach eins der Artefakte, die mir nützt unten zu erscheinen, ehrlich gesagt. Das war's, ne? Ja. Oh Gott. Okay, Sportlichkeit um 1. Ich verkaufe dir einfach dieses Grün-Gold-Kreuz noch. Körperbau, Sportlichkeit. Wo ist das dritte?
Wo ist das denn? Und hast du noch Kanonen? Du hast auch keine neuen Kanonenkugeln. Warte mal, pack das mal hier raus. Und das hier auch. So. Genau, dann kriege ich nämlich wieder was. Ja, verwirrende Darstellung von Dingen. Müssen wir nämlich gar nichts verkaufen groß und können uns das trotzdem leisten. Und kriegen noch was drauf. Okay. So, das werden wir gleich mal anlegen. Wir werden auch das gleich anlegen, weil wir den Ausrüstungsbonus gleich noch brauchen werden. Was macht der Egel nochmal? Die Zauberkunst erhöhen. Ja, den könnten wir theoretisch an dem Typ dranhängen, ne? Aber der Typ ist ja nicht mehr da. Gut. Ich schätze, mehr kriegen wir jetzt erstmal nicht raus. Wir gehen uns jetzt aber ausruhen nochmal. Na gut, wir schauen noch bei, bei dem Tech-Nerd hier vorbei. Nani, hallo? So, jetzt können wir mal den Isolator bauen hier, ne? Auch noch Stoff. Mal hier. Und das einfach. So. Der Isolator. Und könnte man dann mehr forschen, wenn wir es auf den Kopf tragen. Ist das ein Werkzeug? Ja. Super professional sieht das aus, würde ich sagen. So, hi. Um nicht vor mit der Maske zu sprechen, aber das ist der Isolator, Mann. Das ist die geilste Maske, die es gibt, einfach. So. Blaupause im Schutzanzug? Nee. Ich habe hier Fortschritte gemacht. Offensichtlich nicht. Tauschhandel. Haben Sie irgendeine Idee, wo er diese bisschen. Nee, Lagerhaus. So, Tauschhandel, Tauschbildschirm. So, hast du denn jetzt irgendwas, was nützlich ist? Elektrische. Nee, das haben wir alles schon. Den haben wir natürlich auch schon. Und du hast ehrlich gesagt gar nichts, was uns was bringt. Naja, okay. Das ist bedauerlich, aber. Achso, also wir gehen jetzt in die Kneipe. Ich bin Reue. Wie viel fehlt uns eigentlich zum nächsten Level noch? Das ist die Hälfte. Einfach 10.000 Kämpfe führen. Okay, hier rein. Ja. Ist viel stupides Rumgerenner gerade. Ich weiß, ich will eigentlich auch weitermachen, aber ich habe fürchterlich Angst. So, er steht auch nicht mehr hier, ja, der arme Mann. Ich brauche einen Drink. Also, du hast tatsächlich ja Toilettenpapier. Okay. Wollen wir uns nochmal so ein paar Whiskys mitnehmen? Was ist denn beim Kauf 10 bis 14? Sind nämlich 2. Ja. Okay. Mich da auf dem Dachboden. So, da haben sie Spaß, Königsspeicher, alles klar. Bitte so 40 Kippen pro Nacht hier, bitte. Hat sich der Preis erhöht? So, bei den Isolator anziehen. Wahrscheinlich reicht es damit ja auch nicht für die Erforschung dieses Dingsbumsens hier. Des Meteors. So, ja, ausdrücklich, ich weiß, wie das funktioniert. Wissenschaftliche Forschung. Allgemeine wissenschaftliche Forschung. Das Blaupausendecken, was auf die Geräte. Was auch immer allgemein jetzt bringt, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nicht, was mehr bringt, ehrlich gesagt. Machen wir mal mit Winston. So.
Bei Erhalten und Ertüchtigen. Ja, beide nochmal. Okay. Keine Aufsammlung ist. So, ausruhen. Blaupause 38 Munition. Cool. 4 Fassungen, 3 Gesundheit. Und Winston, genau, 2 Fassungen erhalten. Schadenswiderstand, Fassung und Gesundheit wiederhergestellt. Okay. So, tatsächlich können wir ja dir durchaus dieses lustige Herz hier geben, ne? Plus 1 Körperbau und du machst plus 1 Sportlichkeit. Das ist super sportlich hier, der Dude. Ja. Ist gefasst. Okay. Ja, von unseren Statusen wollen wir mal nicht reden. Ja, trifft uns nicht ganz so hart, wenn wir Leute verlieren. Ja, es gibt Schlimmeres. Okay, du bringst ja hier tatsächlich nur Ausruhboni. Sag ich, dich kann ich raustun wieder. Und dann packen wir dich wieder rein wegen der besseren oder größeren Bewegungsgeschwindigkeit. Mal auf die Pharaoh. Wir werden jetzt beim Rausgehen trotzdem nochmal im Laden drüben vorbeischauen. Ja, auch wenn ich jetzt auch von Zauberhand nochmal mehr 270er Munition hat. Na? Willst du mitkommen? Willst du nicht? Okay. Okay. Irgendwann weiß ich noch, der stand hier mal, der Typ, der komische Ghoul-Typ, aber ja, dann ist er irgendwann ganz weggebackt. So, da bin ich wieder. Ja, ich kann den Isolator jetzt auch abnehmen, ne? Bist du eigentlich... So, nee, ich glaube, wir müssen aber erstmal alles ausziehen. Jetzt hatte ich den Motorradhelm auch nicht mehr. Dauerschande. So, hast du tatsächlich vielleicht Munition noch erhalten? Nein, hast du nicht. Ja, schade, ich hätte gedacht, ich hätte gehofft, dass sich das erneuert über Nacht. So, von diesem ganzen Zeug, das bringt alles nichts, ne? Das ist einfach nur, ja. Charlie-Haare. 45er Munition könnten wir kaufen, weil wir den Revolver noch haben zur Not. Wir haben auch. Wir können nur die Schaufel nur als Nahkampfwaffe benutzen. Okay, machen wir das und jetzt geht's los. Juhu. Schauen wir mal. Wo uns der Weg führt. Ich habe ganz vergessen, wir wollten ja eigentlich zur Universität, um das Necronomicon zu finden. Das war der eigentliche Grund, wieso wir da überhaupt hingegangen sind. Hm. Ziehen wir uns wieder an. Ich muss, glaube ich, gleich mal schnäuzen, leider. Kurz mal muten. So, jetzt ein bisschen ohne Zwischenfälle, schätze ich. Ja, gut, wir kommen durch. Schön. Pilgerviertel selbst haben natürlich eigentlich nichts mehr zu tun. Glaube ich, dass wir es geschafft haben, hier den... Opiumsucht beseitigt. Wow. Das ist ja unfassbar. Warte mal. Was? Ich hab das doch gar nicht angefasst. Ich hab das doch überhaupt nicht angefasst. Noch Alkoholentzug. Und einer Sucht. Ja, ja. V-Krankheit. Löst ans Körperbau. Na super. Naja, was soll's? Wir werden es überleben. Und jetzt, schätze ich, müssen wir das wieder anziehen. Ich hoffe, dass jetzt echt keine Viecher mehr da sind, dass wir einfach durchrennen können. Ich kann es echt nicht mehr sehen.
Hexenhaus? Denke ich. So sollte das lassen, was dahinter ist. Oh, wow. Das Hexenhaus. Okay, ich speichere mal. Nachdem du die unbeschreiblichen Schrecken der Straße überstanden hast, bekommt sich das Gefühl, dieses grauenhafte Haus könnte ein Punkt ohne Wiederkehr auf deiner Reise darstellen. Möchtest du zum Pilgerviertel zurückkehren oder das Hexenhaus betreten? Also es ist tatsächlich Punkt ohne Wiederkehr, krass. Irgendwie betreten es, ja. Ich meine, mehr kaufen können wir eh nicht. Ach, ich muss echt kurz schnalzen. Moment. Gut. Das Hexenhaus. Noch alleine hier. Voll auf Entzug mit allem. Dieser herrschaftliche Spiegel verkörpert in seinem Bild auch die unheimliche, aber nostalgische Beengtheit dieses ansonsten so ungastlichen Hauses. Behälter. Leeres Notizbuchbestandteil, okay. Ungeachtet der unheimlichen Atmosphäre, die überall in Arkham herrscht, nie stand die Gegenwart eines vergleichbar idyllischen Gemäldes in einem derart starken Kontrast mit der Stimmung in seiner Umgebung. Asche und Ruß weisen darauf hin, dass erst vor kurzem noch ein Feuer den Herd dieser tristen Kammer wärmte. Noch bemerkenswerter ist das überspannte Kichern und Plappern, das in der Kaminecke erklingt. Was? Okay. Macht Sinn. Gehen wir mal hoch. Ach, warte noch, die Symbole kann ich anfassen. Warte mal, waren da unten auch Symbole? Ja, aber die kann ich nicht anfassen. Okay. Was ist dasselbe mit dem Gemälde? Keine Highlights mehr. Dieser reich verzierte Tischuhr muss in vergangenen Zeiten einmal pünktlich vor sich hin getickt haben. Doch in diesem Haus unheilverheißender Ruhe steht sogar die Zeit still. Als du in einem staubigen und vergilbten Seitenblätters erkennst du, dass alle diese Bücher bis auf einen merkwürdigen Ausreißer über Quantenphysik und abstrakte Formeln Werke vergangener Jahrhunderte sind. Dieser extravagante, anmutende, aber ansonsten doch recht schmutzige Metallklotz. Schwerer Opiumentzug bei Winston. Das ist ein Holzofen, der die Kunstfertigkeit des 18. Jahrhunderts aufweist. So, was ist das hier? Okay. Dass ein bestimmter Bewohner dieser vom Zahn der Zeit zerfrasenden Behausung sich dazu entschloss, nur Raben zur Schau zu stellen, ist ein Kuriosum, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass man dazu geneigt sein könnte, dies als bewusst gewählte Metapher für Geheimnisse zu sehen, die weder ausgesprochen noch vergessen werden sollten. So, wie viele Symbole sind das denn? Ein paar. Das sehe ich gleich. Okay, vielleicht brauchen wir dieselben wie unten, oder? Unten sind es die zwei. Das ist mal die großartige Fähigkeit des Screenshot-Tools. Hoch. Da war ansonsten kein Übergang oder so, ne? So. Ist quasi fast dasselbe. Ja, das ist auch das, was unten ist. Also, und hier ist das andere. Mal, ob das so funktioniert. Genau das. Okay. Was
Hat sich jetzt hier unten getan? Ein Geheimversteck offengelegt vielleicht? Oh. Okay. Wir machen das mal wieder ein Screenie. Das mit der, dass wir keine Aufmerksamkeit bekommen, ist natürlich ein bisschen doof die ganze Zeit. Asche und Ruß, okay, das ist wieder. Ist es einfach nur andersrum, oder? Dieser herrschaftliche Spiegel verkörpert in seinem Bild auch die unheimliche, aber nostalgische Beengtheit dieses ansonsten so ungastlichen Hauses. So, du bist Hexenhaus-Tagebuch. Hexenhaus-Tagebuch. Lesen. Wie verwirrend, geradezu unerklärlich. So sicher wie ich meinen Namen kenne, weiß ich, dass der Raum im unteren Stockwerk jener Raum ist, in dem ich meine Abendzeitung zu lesen pflege, nachdem ich von meinem täglichen Spaziergang bei Miskatonic heimkehre. Doch dieses Mal schien eben jener Raum mit all seiner Einrichtung einer bizarren Anomalie anheimgefallen zu sein. Als ich eintrat, verlor ich gänzlich die Orientierung. Eine mysteriöse Macht scheint sich seiner bemächtigt und in das Spiegelbild eines früheren Zustands verwandelt zu haben. Doch zu welchem Zweck? Dieses Haus spielt mit mir, das ist klar. Mit jedem Ächzen der verborgenen Balken höre ich es spotten und durch jede Fuge spüre ich, wie es heimlich grinst. Nur der Eigentümer kann mir nun noch meine Zurechnungsfähigkeit bescheinigen. Gleich morgen in der Früh werde ich ihn einbestellen. Sollte es mir gelingen, meine krankhaften Fantasien an diesem Morgen auf Papier zu bannen, so nicht, weil ich das Bedürfnis verspüre, die Einzigartigkeit meiner Vorstellungskraft vorzuführen. Vielmehr liegt der Grund in der Möglichkeit, dass ich nie wieder in dieser uns bekannten Realität erwachen werde. Der Sprung in die aufgewühlte Leere des Unergründlichen ist nicht aufzuhalten. Was als Spaziergang durch fremdartige Bilder begonnen hatte, wurde zum atemlosen Rasen durch einen bodenlosen Abgrund schlangenartiger Natur, in dem die Zeit keinerlei Bedeutung mehr besaß. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen paar seltsamer Kuriositäten durch das leuchtende Labyrinth von Wirbeln folgte, bevor ich an der See der allumfassenden Dunkelheit anlangte. Dort, inmitten des höllischen Gesangs, hörte ich den Urrhythmus von Zeit und Raum, der mich dazu bewegen wollte, meine Seele dem schäumenden Chaos jenseits der Dunkelheit hinzugeben. Okay. Ah, gute Nacht, John. Mach's gut. Und danke fürs Zuschauen. Okay, das hat uns jetzt nicht viel gebracht, ehrlich gesagt. Das ist nicht so von dem Tagebuch. Okay. Also wahrscheinlich müssen wir jetzt oben wieder die Symbole umstellen. Die hier. Des Gedöns. Nein. So, okay, es ist das hier, alles klar. Und hier ist es so ein Dreieck. Ah, hi Grünling. Was ist denn? Kenshi ist doch quasi tot. Muss andersrum sein. Ja, ich habe gesiegt. Was ist das? Ja, ich glaube. Nee, warte mal, das kann es nicht sein. Ja? Doch, eigentlich schon. Gehen wir jetzt mal runter. Muss ich das, warte, weil das Spiegel umgedreht ist, muss ich dann das auf der Seite machen und das auf der anderen Seite? Könnte sein. Ah. Weil die Symbole stimmen, glaube ich. Ja. Schauen wir noch ganz kurz hier durch, aber ich glaube, das war das Einzige. Mir ein Bier, dann fern wie weit den Untergang von der den Untergang Kenshis. Naja. Ja, so doch, ich muss das tatsächlich hier. Okay, warte mal,
bis dieses Symbol da ist. Und dann drehen wir das einfach um den Spieß hier. So. Ach Mist, da war's doch eigentlich. Ja, Tatsache. Okay, dann sollten wir hier jetzt wieder weiterkommen. Ich war der Spiegel, der entscheidende Hinweis. Okay. Sehe ich hier irgendwas Besonderes noch? Nicht, dass ich wüsste. Zweimal dasselbe. Kreisrunde etwas. Das scheint mir... okay. Scheint mir irgendwie doch ein bisschen arg einfach, aber... Was ist denn das jetzt hier? Nächstes Tagebuch. In welchem Maß meine Obsession für nicht-euklidische Rechenarten, Quantenphysik und meine Lektüre verbotener Bücher wie das Necronomicon und meine Faszination für das, was verborgen zwischen den brüchigen, unheimlichen Mauern dieses Ortes schlummert, bestärkt hat, vermag ich nicht zu sagen. Was allerdings mein Verständnis für die Probleme im Zusammenhang mit einer vierten Dimension angeht, könnte es eine Verbindung geben. Kennst du eigentlich die Remake-Mod versus? Ja, die kenne ich. Kam noch nicht dazu, sie anzuspielen, ehrlich gesagt. Genau, eine Höhlung geben. Vielleicht waren die Eindrücke, die die unnatürliche, fremdartige Geometrie der Objekte bei mir hinterlassen haben und von denen meine Träume bestimmt werden, ein Grund dafür. Von all den Zerstreuungen, mit denen ich meinen Geist von all seiner Schwere zu erleichtern versuche, kann mir nicht einmal mein neu gewonnenes Interesse am Lösen riemannscher Gleichungen Linderung verschaffen. Nun lockt mich der Schlaf in einen dimensionslosen Abgrund, aus dem das hämische Lachen des alten Weibes näher und näher rückt. Okay. Okay. Ein guter Ersatz für Genji. Ehrlich gesagt ist momentan ganz schwierig mit neuen Serien. Jetzt ist schon, mussten wir ganz zeitnah mal pünktlich vorher. Okay, das hatten wir schon. Was? Den Blick machst du vor dem Brunnen, den altraumhaften Schwärze lösen können, um zu versuchen, sie zu ignorieren. Doch dein versteckter Geist hat diesen Luxus nicht. Ja. Yeah. So, wir hatten jetzt... Moment mal. Wir hatten jetzt einmal die Kreise, einmal das andere, aber... Wir machen jetzt einmal hier... Mensch... Der gar nicht abfotografiert. Aber er wird es uns ja normalerweise wieder zeigen, wenn es die richtigen Sachen sind. Genau, einmal war es das hier. So. Schon mal nicht richtig hier. Das hier. Wenn mir das gerade nicht gestimmt hat.